Ja. Eine einfache A-Drahtvorrichtung steht vor dir. Die einzige Möglichkeit, sie zu bedienen, scheint der Hebel an der Seite zu sein. Daran riechen. Die Vorrichtung verströmt einen Geruch aus Metall, Politur und einen Hauch altem Fleisch. Ja, hier am Hebel ziehen. Der Hebel schnellt sofort zurück nach oben und prallt gegen deine Hand. Das Gerät gibt einen scharfen Ton von sich und die im Raum verteilte Pulte strahlen plötzlich ein helles Licht aus. Okay. Also ist das Pult falsch. Ist aber nett. Und ja, ich lade hier lieber neu. Ist es dann doch die Eiszeit? Ich meine, wie viel Auswahl haben wir denn noch? Am ready. Der Druck kommt irgendwann zu jedem. Land der Lebenden. Die Streitkräfte der Gläubigen verließen Edir, während die mahnenden Worte des Himmels hin noch in ihren Ohren rankten. Lass die mürrischen, primitiven Menschen dieses gesetzlosen Kontinents nicht weiter ohne die leitende Hand der Königin, die einst war und wieder sein wird, leiden. Befreit sie von ihrer Wildheit, auf dass sie sich unserer Zivilisation anschließen und schon bald die Früchte ihrer neu gewonnenen Frömmigkeit ernten können. So wie eure Königin es von euch verlangt, verlange es auch ich. Nehmt die Bürde des Reiches auf euch, befreit sie von sich selbst. Nee, eher nicht. Ich glaube, es ist wirklich dann die letzte Eiszeit. Gut. Der Hebel rastet mit einem nassen, satten Klicken ein. Es klang aber wirklich so wie das Ende der Götter. Alles stirbt irgendwann mal, sogar die Götter, und dann ist da nur noch das Nichts. Naja, man kann sich auch mal irren. So, hier drin sind ein paar von diesen Wurmhunden. Ah, nur drei Stück. Oh. Der Alchemist der Gedärme. Ach du meine Kacke. Das finde ich ungut. Also diese runde Viecher, die können nervig sein. Das habe ich ganz vergessen, dass die so einen Phasen-Dash haben und dann allen auf die Nerven gehen können. Yeah, of course. Whoa, whoa. Look. Yes? I? Trouble up ahead. Yes, certainly. Stand together. So, das klappt besser. Hätte er mal das hier. Palegina, ruhig das hier. Steinhaut für euch beide erstmal. Fenrir-Buffen. Du kriegst Ranken. Alof Pulver dich mal weg. That
So, und jetzt fangen sie an, nervig zu werden. Okay, Alof, kannst du das Ding... Nein, du kannst gerade gar nichts, weil du irgendwie gelähmt bist. Hast du eine Versteinerung? Nein, du bist auch gelähmt. Ah. Macht erst mal die da, denn die scheint... Okay, eigentlich ist es immer die, die Stats hat, die noch... Winterzeitball... Achso, Winterzeitbollwerk hat ein Upgrade gekriegt. Von Feinden 500 Mal verfehlt werden. Gletschermomentum. Während der Träger mehr fallen ist, verhärtet sich das Winterzeitbollwerk und die Chance, dass feindliche Streiftreffer zu Fehlschlägen werden. Mhm. Ah. Of course. Indeed. Bedenken bezüglich des Pilzbefalls. Antiseptische Creme. Eine Salbe gegen... Die Leidenwelt sollte nicht auf die Augen aufgetragen werden, nicht zum Einnehmen gedacht, nicht gemeinsam mit anderen medizinischen Produkten verwenden. Der Pilze sind die oberen Eingeweide des glorreichen Götterform der 100 Visionen eingedrungen. Er hat sich als äußerst zähnresistent herausgestellt. Die kleineren Pilzwesen beschützen den schleimartigen Schimmel an der Wand und dieser wiederum verfügt über seine eigene Verteidigungsmöglichkeiten. Ferner hat sich die Anwendung der antiseptischen Creme beim Schimmel als ineffektiv herausgestellt. Statt ihre gewünschte Wirkung zu zeigen, hat sie sich zu einer säureresistenten Schicht verhärtet. Wenn solch eine Mixtur irgendwie in die Gallengänge der Götterform gelangen wäre, das alles andere als ideal. So, die inneren Mysterien. Ich habe eine Flasche an... Der Körper pumpt Gallenflüssigkeit aus einem Becken in einer Kammer im Osten. Mit dem Becken selbst lässt sich nicht machen, aber vielleicht finde ich einen Weg, um die Galle zu verändern. Ich habe eine Flasche antiseptische Salbe erhalten. Wenn ich sie mit etwas anderem kombiniere, könnte ich dann vielleicht die natürlichen Prozesse des Körpers unterbinden. In den Notizen eines Werders wurde erwähnt, dass die Kombination aus antiseptischer Salbe und einer Pilzzutat ein starkes Gerinnungsmittel erzeugen kann. Ich habe sowohl die antiseptische Salbe als auch die Pilzzutat. Wenn ich in der östlichen Kammer beide ins Becken gebe, sollte es die Zuflüsse verstopfen. Jo. Schwarzpulver und Lösung noch dazu. Hier kann ich mal dran ziehen. Und das hier rein. Galle brodelt in dieser Grube. Die fleischige Röhre daneben pumpt die Säure in die größere Grube in der Hauptkammer. Das Becken untersuchen. Es stinkt und die Dünste brennen in deinen Augen. Die Pilzzutat mit der antiseptischen Salbe kombinieren und beide sie die Flüssigkeit geben. Du vermischst die Materialien sorgfältig und kupst sie in das Becken. Die Galle schäumt auf und gerinnt dann zu einem dicken Schleim. Die Röhre erzittert und ist dann vollkommen verstopft. Jo. Hey, es wird weniger Galle. Ich habe die Galleflüssigkeit im östlichen Becken gerinnen lassen. Gut.
Das heißt, hier lang ist der letzte Weg. Oh, Berkanas Sternmetall. Ein verdrehtes Stück eisenähnliches Metall erhebt sich aus Wales Fleisch und neigt sich wie ein schiefer Zahn zur Seite. Die raue Oberfläche schillert in verwirrend bunten Farben. Es passt zu Berkanas Beschreibung einer Sternschnuppe. Sie kam auf der Suche nach diesem wunderbaren Stein zu den schwarzen Inseln. Das Metall strahlt Seelenenergie ab. Die ganze Umgebung scheint voll davon. Vage Emotionen greifen nach dir. Zornfurcht und territoriale Aggression. Nichts dafür fühlt sich ganz richtig an. Was heißt du davon, Fasina? I recognize this. Star metal. Arkemir had a few samples lying around, though they did not glow as brightly as this one. Das kenne ich. Das ist Sternenmetall. Arkemir hat ein paar Pumpen davon herumliegen, aber sie haben nicht so hell geleuchtet wie dieses hier. He shunned celestial research. Tossed out any studies of the sky that crossed his desk, but it wasn't doubt or disagreement that irked him. Er hat die Himmelsforschung gemieden, hat alle Arbeiten über den Himmel, die auf seinem Schreibtisch landeten, weggeworfen. Aber das lag nicht daran, dass er an ihnen zweifelt oder sie für falsch hielt. No, he acted like he was afraid of something. Nein, er benahm sich, als hätte er vor etwas Angst. Das Metall schimmert als Reaktion auf deine Anwesenheit leicht. Das Metall untersuchen. Als du näher hinsiehst, mustert dich die umgebende Seelenenergie seelenruhig ebenfalls. Deiner Meinung nach handelt es sich bei der Essenz um kaum mehr als die amorphe Gestalt von Emotionen, aber sie scheint bewusster als die meisten unkörperlichen Wesen. Du kannst nichts weiter daran erkennen. Ein Stück Metall abschlagen. Du brichst ein Stück Metall vom Hauptkörper ab. Kaum hörst du es in den Händen, als ein schriller Wehklang in deinen Ohren erklingt. Ja, Sternenfragment. Dieser Klumpen Metall weist eine enorme Dichte auf und wiegt weit mehr, als auf den ersten Blick den Anschein hat. Seine narbige, unregelmäßige Oberfläche leuchtet schwach, wenn Licht drauf fällt. Sternengeister. Okay. Stand together! Pharaohs, watch it! Das bin ich. Das ist Fasina und das ist Alof. Ihr zieht euch mal zurück. Der bufft sich. Alof, Kettenblitze mal. Fasina, was hattest du noch Schönes? Ah, Tentakel. Und Phantome könnt ihr von euch auch mal beschwören. Das heißt, da nehme ich mehr Feuerpower. Ja, ich sollte die Phantome wirklich als erstes beschwören. In Zukunft. Yeah. Und ich sollte öfter wieder den Bogen benutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, den zu benutzen. So. Swift and quiet now. Ja, hier ist es wieder fleischig. Himmlischer Überrest. Netter Bezeichnung. Schweinefleisch, Haifischfleisch, Reptilienblut. Okay. Wait, look there. Plünderer der Vision und ein paar Polypen. Okay.
Ah, thick word than rock!